Wir begleiten die beiden Schweizer Tobias Keller und Patrick Stoll auf den kältesten Berg der Welt, den 6200 Meter hoch den Alitz-Alaska. Nach guter Woche Schnee und Eis stehen die zwei letzten Etappen an. Vom Lager 2 geht es zuerst ins 3 auf 4300 Meter und dann ins Hochlager auf 5200 Meter. Ab dann sind es nur mal 900 Höhenmeter bis zum Gipfel. Ab sofort sind Steigeisen gefragt. Je näher der Gipfel kommt, desto schwieriger das Gelände. Kämpfen wir uns hier oben. Recht steil und anstrengend mit dem hohen Schlitten. Es ist sehr riesig. Die Schlitten kommen ins Rutschen. Geht da jemand um, kann das brutal ins Auge gehen. Neben dem schwierigen Gelände wird es je weiter rauf, dass es geht, auch kälter und kälter. Das darf man nicht unterschätzen. Die Wind dort, die Kälte dort, auch die Höhe, das ist gefährlich. Also, eben, eine Frau ist verfroren, die vor uns probiert hat, den Berg zu besteigen, weil sie zu wenig vorsichtig waren. Also, ja. Mit kleinen Schritten zum grossen Ziel. Das ist das Motto von Tobias und Patrick. Eine erfolgreiche Expedition hängt zu einem grossen Teil vom Kopf ab. Ihre Expeditionsgruppe harmoniert gut und das ist wichtig. Am Berg geht nichts über Teamarbeit. Vor allem beim Lagerbau ist das immer wieder zu sehen. Im Lager 3 auf 4300 Meter über Meer kündet sich eine kalte Nacht mit viel Wind an. Darum heisst es für Patrick und die anderen 12 Expeditionsteilnehmer, Schneemauern zu bauen. Es geht eigentlich darum, wenn wir hier ein bisschen herumschauen, überall kommen zu den Windböen drin. Vielleicht sieht man das, wenn ich dann schon weiter auf die Seite mache. Wir haben bei der Abside, beim Fahrzeug vorne, haben wir Löcher gegraben. Und dort kann dann halt je nachdem der Wind ein bisschen drunter. Und die Mauern sollten jetzt da verhindern, dass nachher der Schnee das ganze Zelt durchgeblasen wird. Die Mauern heben nur das Gröbste ab. Es luftet heftig und durch den Wind fühlt sich die Temperatur noch deutlich kälter an, als es sonst schon ist. Mit dem Windchill sind wir heute sicher auch wieder bei minus 30 Grad. Kapuzen ist gut, Sturmbrillen ist noch sinnvoll, weil dann hat man die Augen noch geschützt. Aber es ist definitiv kein Tag, um hier viel Zeit draußen am Zelt zu bringen. Patrick und Tobias müssen wegen dem schlechten Wetter länger als geplant im Lager 3 bleiben. Für die schwierigen Etappen ins Hochlager braucht es gute Verhältnisse. Es gilt schließlich, gäche 900 Höhenmeter zu überwinden. Am dritten Tag schließlich klappt es. Wir sind unterwegs ins Hochlager. Schwer bepackt. Gut 20-25 Kilo auf dem Rücken. Geht jetzt hier in Ruhe. Mit dem ganzen Gepäck dabei. Um hier oben noch mal Zelt aufstellen. Auf 5200 Meter etwa. Es ist ein Krampf da oben. Jeder Meter ist jetzt der Kampf. Die Lunge brennt, es wird gächer und gächer, alle kommen an die Limite. Auch der Tobias muss kämpfen. Nach 6 Stunden ist aber die zweitletzte Etappe geschafft. Die beiden kommen am Denali immer näher. Hochlager 5200 Meter etwa. Ankunft bitterkalt. Die Sonne scheint zum Glück noch. Wir sind am Zelt aufstellen. Trotz Sonne, der Wind bläst stärker und stärker. Das ist für den Aufstieg auf den Gipfel ein extremes Risiko. Auf den letzten 900 Höhenmeter ist man im Wetter 3 Stunden lang voll ausgesetzt. Wenn es zu den minus 20 Grad noch windet, verrückt, ist der Aufstieg eine sichere Todesfalle. Das Wetter, trotz einem Tag warten, nicht besser wird, entscheidet Bergführer Abbruch der Übung. 900 Höhenmeter fehlen dem Tobias und dem Patrick für auf den Gipfel. Es ist zum Davonlaufen. Trotzdem Wunderpanorama. Wird es leider nichts mit dem Gipfel. So ist es halt. Natur ist stärker wie wir. Man sieht, wie wir hier angezogen sind. Ich gehöre aber nicht wirklich in die Gegend. Die Nali hat offenbar einfach keine Gnade gekriegt mit uns. Und hat nicht wollen, dass wir zwei auf dem Gipfel stehen. Nach 17 Tagen ist der Traum geplatzt. 3 Stunden vom Gipfel weg. Muss alles zusammengepackt werden. Es geht zurück ins Tal. Man sieht alle mit Skibrillen. Ich habe den Berg gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt die letzten 900 Meter noch mal so etwas Spektakuläres Neues geboten hätten. Denali ist für mich im Moment abgehakt. Wir haben gesehen, wir gehören nicht dazu. Wir sind, also die Menschen generell, Lebewesen, es hat nichts dort oben, außer mir, die in den Daunenanzügen rumgelaufen sind. Jetzt gehen wir hier in den Bergen wieder, in den Alpen klettern. Da gibt es einen Haufen. Kürzer, ohne Eiszäpfen. Super.